Stichwort für heute ist Reibung. Herr Meyer bringt ein Opfer für die Wissenschaft. Er zerrt seinen Wagen mal ohne Räder über den Asphalt. Und wir können uns jetzt überlegen, was die Reibung so bedeutet. Also er muss sich ganz schön anstrengen. Er hat eine Zugkraft aufzubringen, weil dagegen die Reibungskraft wirkt. Die Reibungskraft versucht also den Wagen anzuhalten. Ja, und was dahinter steckt, hinter der Reibung, können wir uns jetzt mal in der Lupe ansehen. So, vergrößere ich nämlich die Oberfläche, dann sehe ich, dass die gar nicht so glatt ist, wie ich mir das denke, und auch der Kasten, den er durch die Gegend zerrt, hat eine raue Unterseite. Ja, und die Oberflächen verhaken sich ineinander und versuchen stets den Wagen anzuhalten. Also Reibung entsteht durch mikroskopisch kleine, raue Oberfläche. Ja, und wenn wir das rechnen wollen, müssen wir noch nach einer Reibungskraft fragen. Klar, erstmal wird die abgekürzt mit Fr und die hängt irgendwie vom Gewicht ab. Also Reibungskraft ist abhängig vom Gewicht, klar. Eine schwere Kiste ist viel schwerer zu ziehen, weil sie eine stärkere Reibungskraft hat. Ja, und eine leichte Kiste hat eben weniger Reibungskraft und ich kriege sie leichter weg. Nochmal, Herr Meyer, die Gewichtskraft ist also stets da und die Reibungskraft ist etwas kleiner als die Gewichtskraft. Klar, sonst könnte er das Ding tragen, wenn die Reibungskraft stärker wäre. Also Reibungskraft hängt vom Gewicht ab, ist aber kleiner als das Gewicht. Jetzt gucken wir unsere Formel wieder an. Wenn das eine Gleichung werden soll, dann muss hier noch ein Malfaktor stehen vor dem Gewicht und das nennen wir die Reibungszahl. Jetzt nochmal ordentlich aufgeschrieben. Reibungskraft ist also Reibungszahl mal Gewichtskraft. Für die Reibungszahl nehme ich eine Abkürzung. Das ist der griechische Buchstabe M, also ein kleines griechisches M. Mü ist die Abkürzung für die Reibungszahl. Ja, die Formel ist wichtig. Einrahmen, Kästchen, merken. Und noch ein paar Beispiele für Reibungszahlen. Holz auf Holz hat ungefähr eine Reibungszahl von 0,5 bis 0,6, hängt von der Oberfläche ab. Stahl auf Holz hat eine Reibungszahl von 0,4, das geht schon ein bisschen leichter. Stahl auf Stahl hat nur eine Reibungszahl von 0,15, da muss ich mich also auf einer Stahloberfläche nicht so sehr anstrengen, als wenn der Gegenstand auf dem Holz wäre. Und eine ganz kleine Reibungszahl, Stahl auf Eis. Jetzt wissen wir alle, warum also die Schlittschuhläufer keine Gummisohlen nehmen, sondern Schlittschuhe aus Eisen. Und beim Schlitten ist auch eine Eisenschiene unter den Kufen. Und nach dem Grundwissen jetzt aber die Frage, wie komme ich denn auf diese Reibungszahlen? Dazu soll jetzt nochmal ein Experiment gemacht werden. Die Aufgabe für das Experiment: bestimme die Reibungszahl für Holz auf Papier. Erster Schritt, Erwartung, Vermutung. Naja, besser als auf Holz, denke ich, weil das Papier so schön glatt ist. Okay, was ich mache? Zuerst das Gewicht bestimmen, also Kraftmesser, Holzklotz rein und Gewicht. Und im zweiten Teil lege ich den Holzklotz hin und versuche den mit dem Kraftmesser ein Stückchen durch die Gegend zu ziehen. Das war die Skizze, jetzt die Beschreibung mit dem Federkraftmesser, also das Gewicht von dem Holzklotz mit den Eisenstückchen drin bestimmen und dann das Ziehen. Bei dem
Ziehen von dem Holzstück auf zwei Dinge achten. Und zwar, bevor es losgeht, braucht man eine relativ große Kraft. Das nennt man die Haftreibung. Und wenn das Ding schon mal im Rutschen ist, dann reicht eine kleinere Kraft zum Ziehen. Und das nennt man die Gleitreibungskraft. So, hier haben wir es. Holzklotz mit Eisenstückchen drin. Und wir kommen auf 2,5, 2,6 Newton etwa als Kraft. Beim Ziehen erst langsam, langsam, langsam. Und wir brauchen also über einen Newton, damit es überhaupt losgeht. Und wenn wir unterwegs sind, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Die Messwerte schreiben wir jetzt auf. Wir hatten also für die Gewichtskraft 2,6 Newton und für die Reibungskraft bei der Haftreibung, das war der größte Wert, bevor das Ding dann losgezogen ist, 1,05 Newton. Bei der Gleitreibung, das Gewicht bleibt, aber die Reibungskraft für das gleichmäßige Ziehen waren dann nur 0,7 Newton. Und jetzt geht's ans Rechnen, Formelrechnen. Gegeben die beiden Kräfte, gesucht ist die Reibungszahl für die Haftreibung. So, Haftreibungskraft zu Gewicht eingesetzt wird 1,05 Newton durch 2,6 Newton. 0,4. Newton kürzen sich raus, es bleibt also eine einfache Zahl ohne Maßeinheit. Das gleiche jetzt nochmal für die Gleitreibung, also einsetzen der kleinere Wert, das vom gleichmäßigen Ziehen und Ergebnis, weil sich die Maßeinheiten rauskürzen, ist einfach nur eine Zahl. Ja, mit den Werten kommen wir relativ gut hin. Holz auf Papier ist also Haftreibung 0,4 und für die Gleitreibung knapp 0,3. Mit den Werten kann man zufrieden sein. Die passen auch gut zu anderen Werten, die wir haben, wie Holz auf Holz oder Metall auf Holz. Das passt ganz gut zusammen.